Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein, 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 nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Mensch! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Enthüllung. 3 Stunden bis zum Morgen. Und damit hallo, hallo zu weiteren Teilen von Until Dawn mit Taurin oder Strich Taurin und Elias Sidon. Nein, bleib weg! Oha, guck, 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 guck. Benutzt die und verschwinde schnell von hier! Sofort! Oh Gott, dieses Mädchen! So, einen wunderschönen Morgen, auch ich bin wieder dran. Ich zocke das Ganze und Toni kommentiert wieder schön. Gib mir vielleicht Tipps oder so. Oh shit. Okay, also ich glaube, damit ist auf jeden Fall klar, der Typ mit dem Flammenwerfer ist nicht böse. Aber das war von Anfang an eigentlich erkennbar, als er die Hand den Mädchen ja gereicht hatte. Ne? Okay, sagen wir haben ein großes Mysterium gerätselt. Josh wollte seinen Freunden nicht wirklich, also er hat Scheiß gebaut, klar, ist komplett gestört, was er da gemacht hat, aber er wollte niemanden töten. Ich sage, diese Viecher, die da in den Schächten, in den Minen leben, sind... Wahrscheinlich, da ist irgendwas passiert, da gab es eine Sprengung, die Leute sind gestorben, dann wurde Kannibalismus betrieben, wahrscheinlich die Überlebenden, weil sie nicht rausgeholt wurden, weil es verduscht wurde. Ja. Dadurch haben die sich mit irgendwas infiziert und sind jetzt diese Dinger da unten. Und ich denke, diese Dinger haben auch draußen zum Beispiel Jazz aus der Hütte gezogen. Also diese beiden Vorgehen haben nichts miteinander zu tun. Ja. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, wir haben die Leiche von Beth gefunden. Wo ist Hannah? Ist Hannah tot? Oder sie ist so ein Viech geworden, ich weiß es nicht. Hat sich Hannah vielleicht von der Leiche ihrer Schwester ernährt? Ja. Romantische Boschskarte. Hey, Bölle, ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du mal in Calgary bist. Billy Bates, einfach halt Bill Gates. Also, folgende Sachen sind jetzt schon mal klar. Also, als der als der Psychologe gesprochen hatte, war das noch nicht ganz klar. Jetzt hat er nicht mehr gesprochen. Also ging es wirklich um... Nein, der Psychologe... Josh scheint tatsächlich eine schwere psychische Störung zu haben, seitdem das mit seinen Schwestern passiert ist. Also ja. Das hast du ja jetzt auch gesehen. Ja. Der scheint ja, ich bin kein Psychologe, ich kenne mich nicht aus. Vielleicht Schizophrenie oder sowas, dass der sowas hat, weil er jetzt halt komplette Wesensänderung hat. Oder Psychose, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum hat der Typ dir eigentlich eine Handtasche gegeben? Keine Ahnung, was hat er die einfach aus dem Nichts eine leere Handtasche gegeben oder ist da was drin? Ich hab keine Ahnung. Eigentlich will ich nicht weitergehen, aber bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Wir müssen gucken, dass wir nicht langsam an irgendwelchen Toren oder sowas vorbeikommen. So, bitte mal ein Glückstotem, das wäre so geil, unser erstes, komm schon. Ach, weiß. Okay, das weiße Totem ist das Glückstotem! Okay, aber was soll das jetzt bedeuten? Okay, Mike wollte auf jemanden schießen, er hat es aber gelassen. Also, yo, das heißt, wir werden nicht schießen. Warte, lies mal dazu, was Glückstotem nochmal genau bedeutet. Okay, Glückstotem, Naturvölker glauben, nein, das schmeckt mir Träume. Jedes Totem verbringt, sagt er, zukünftig, während du Totem freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Hä? Da steht nur eine Prophezeiung des Glücks oben. Da steht gar nichts Genaueres. Okay, vielleicht wenn wir nicht schießen, haben wir danach Glück? Ich weiß nicht. Glück gehabt. Wir müssen zögern oder einfach nicht schießen dann. Ja? Ja. Wir gucken nochmal ein paar Dinger durch. Da muss man wirklich schauen, weil es hat mir jetzt schon mal, denke ich, schon mal den Arsch gerettet. Die Finger hätte es mir wahrscheinlich auch gerettet, aber ist egal, scheiß auf die Finger. Ja, das war das Anfangsding jetzt. Müssen wir mal gucken. Feuer. Die Version hatten wir auch noch nicht. Nee, hatten wir nicht. Wir dürfen ein Feuerzeug zu einem bestimmten Ding auch nicht. Also wenn Mike stirbt, stirbt er wohl im Feuer.
Das hatten wir auch noch nicht, ne? Nein. Irgend so ein Rad. Mike auf dem Fahrzeug. Führung. Achso, das war das. Hoppala. Ja, das hatten wir auch schon. Und das hatten wir auch schon. Ich gehe davon aus, das war. Wäre das Mädel gewesen. Ja. Entweder hätten wir uns verbrannt. Oder. Ja, das wären wir gewesen. Oder vielleicht sogar noch den Typen mit verbrannt. Ja. Und wer weiß, wie essentiell wichtig der noch ist für die Story. Da müssen wir aufpassen. Okay, gut. Reicht jetzt erstmal. Gar kein Bock, sag's dir. Schaffst du schon, ich glaube an dich. Oh Gott, Gott, Gott. Nicht, dass dann links, rechts auch noch eine Hand rauskommt. Vergiss nicht die Hände. Ja, genau, die Hände. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Was? Okay, hier muss es lang gehen. Kannst du zurück? Kannst du zurück? Nein. Pass auf die... Shit! Was ist das? Waren die Hände Führungstote? Scheiße, scheiße. Scheißvieh. Ich konnte nicht gehen oder so. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott, er geht nicht. Sorry, doch, war wieder super laut, Mann. Okay, reiß dich zusammen, M. Nicht bewegen. Weil du die Leuchtpistole hattest. Ja, das fährt aber jetzt nicht zu einer Sägewerkmühle-Ding, oder? Keine Ahnung, Mann. Muss ich selber gehen? Oh, es kommt schon. Soll mal weiter abspringen? Ich bin abgesprungen, geil. Voll da drin wäre safe, so eine Kreissäge drin gewesen. Okay. Meine Güte. Boah, Alter. Geh weg von der Tür! Warum bleiben diese Menschen bei der Tür stehen? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, die haut ja sowas von runter. Alter. Da wärst du erstmal bewusstlos. Gut gemacht. Ich wäre gestorben, ich sag dir, wie es ist. Meine Fresse, ey. Jetzt. Lass mich rein, lass mich rein! Lass sie rein, schnell!
Mach die Tür zu! Oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht's dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus. Wo ist Matt? Los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Monster. Warte. Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist und was. Ash, ganz ruhig. Es war Josh, das war alles nein, Josh. Nein, hört mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Wo ist Matt? Machen wir mal kurz. Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Matt, oh Gott, die Seilbahn hat nicht funktioniert. Da sind wir auf diesen Turm und er fiel um und wir stürzten in die Mine, tief runter, in diesen scheußlichen, tiefen Minenschacht. Moment. Und dann waren Matt und ich da unten und... Oh Gott, ich glaube, Matt ist vielleicht tot. Halt, was? Emily, was ist passiert? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also... Von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Scheiße, Mike hat jetzt eine Pistole in der Hand, aber ich... Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Du darfst nicht schießen. Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Aber ihr habt ja in der Vorhersage... Hat er ja die Pistole. Nein, keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Weißt du? Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt spannend. Einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern. Sagt die Hannah, hat ihre Schwester wird der gegessen. Geist des Wendigos entfesselt werden. Scheiße. Das haben die Minenarbeiter damals auch gemacht. Sie haben sich gegessen. Genau. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen.
Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Okay, also immer wenn Kannibalismus gemacht wird, dann kommt der Wendigo. Deswegen, ich denke, dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ist nicht soll. So, dass, ich kann mit dass sie Flinte zum umgehen. Wendigo werden quasi? Kannst du nicht. Vielleicht, ja. Woher? Vielleicht haben wir mal geguckt, hat der Wendigo. Deswegen diese blöde Filmung immer ihrer Schmetterlingstätowierung. Hey! Ja. Ich denke, wir werden beim Wendigo jetzt noch einen Schmetterling sehen. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie weit ist wie denn jetzt der Schuppen so? Auf einmal weg? Ich meine, sind sie total unberechenbar? 2,5 Kilometer. Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Habe ich nicht gefragt. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Verdammt! Meinst du, die haben Josh schon gefressen? Oh, ja. Oh, nein. Verdammt, was soll das? Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst, einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Was, ich soll da reingehen und was looten? Ich würde mal schauen, ja. Vielleicht findest du ja einen Toten. Ja, warte mal. Da. Shit.
Die haben nämlich echt nicht viele von diesen Totem oder sowas. Weil jetzt gerade scheint es ja... Scheint er ja auf mich zu warten. Weißt du, was auch mal cool wäre? Ein neues Evil Within. Ja. Ein dritter Teil oder so. Ja. Ach, vergiss es. Hier scheint nicht wirklich was zu geben für mich. Da leuchtet noch was. Also das ist wahrscheinlich der Stuhl und so. Oh, krass. Kacke. Da ist nichts sonst. Kurz niesen. Gesundheit. Oh Gott. Danke. Voll für den Arsch. Halt! Nicht bewegen! Ganz leise! Lauf! Los! 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 Großer Gott! Was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind so leichte Ziele. Wir müssen weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Super. Voll der krasse Wendigo-Jäger, hat bestimmt 40 Jahre lang da gejagt, jetzt ist er tot. Ja, ja, klar. Scheiße. Holy shit, Alter! Wie soll man das so schnell schaffen nochmal? Ja, fick dich. Gut, dass das in Zeitraffer geht, Mann. Scheiße. Ich hätte da auch auf die Maschine schießen können, aber dann wäre unser Schrumpf... Denk dran, Feuer. Oh Gott sei Dank, bitte lass mich rein, schnell. Oh, oh mein Gott. Chris, oh mein Gott, was ist passiert? Wir müssen weg, das Ding war direkt hinter mir. Los, 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 los. Und, hattest du Schmetterlingstattoo? Es scheinen aber mehrere zu sein. Ah, da haben sie ihn. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank! Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum?
Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Shit. Fuck, fuck. Ihr wisst ja Bescheid. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Warum bleiben Sie jetzt nicht einfach... Klischee Nummer 124. Ja. Ich gehe nachsehen. Ich gehe alleine. Warum? Bleibe ich dann nicht irgendwo, bis diese 6 oder weiß nicht, was Stunden vorbei sind, bis es Tag ist? Also es hat auch der Alte jetzt denen sogar noch gesagt, dass sie nur nachts unterwegs sind. Apropos unterwegs, ich würde ganz kurz pinkeln gehen. Viel Spaß. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Sag mir dann, was passiert ist. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. So, Hinweis entdeckt. Tagebuch, Kannibale. So. Nur wenige Menschen haben es gewagt. Der Kerl ist ja richtig besessen. Schau nochmal. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen, werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Okay. Geschichte. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Kree. Ihre Schamanen... Das ist alles eine lange Geschichte. Warum redet sie mal dazwischen? Also in der Seite davor wurde erklärt, wie die Wendigo nochmal entstehen. Ne? Also durch Kannibalismus und wenn sie mehrere Tage da in dieser Winter, in diesen Bergen, das hat auch mit den Bergen zu tun, dass die Wendigo halt eben entstehen. Also du wirst zu einem, wenn du Kannibalismus machst, also bei deinen Freunden. Ja, ich denke, Hannah ist einer. Ja, ja, das würde ich auch sagen. So, jetzt nochmal. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist freigesetzt wurde. So, somit, ja. Tagebuchkampf. So, jetzt schauen wir mal, ob sie mir nochmal reinredet. Jedes Mal habe ich gelesen, dann hat sie mir einfach reingeredet. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Schau, siehst du, ist das hier wieder reingeredet. So. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger, wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen.
Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Ah, das war eine Falle für einen Wendigo, wo wir reingefasst haben. Ja, scheiße. Ah, ja. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten, ja. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. So, Hinweis entdeckt. Der Biss. Warte mal nochmal, ob sie irgendwas sagt dazu. Ah, kann ich lesen. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems, Bündeln von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaun. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Kree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Okay. Oh. Oh, nein, 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 was? Nein, nein, nein. Was ist denn? Was steht da? Lass mich das sehen. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Gar nicht wahr. Du hast nichts unternommen. Was hätte er denn tun sollen? Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? So. Aber hat er doch. Also er hat. Er war mal komplett gestellt, was er gemacht hat, aber er hat niemanden verletzt. Also doch, er hat jemanden geschlagen, doch. Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. So. In welche Richtung? Es tut mir leid. Sag es tut mir leid. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor den Tiefen der Dunkelheit. So. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß, wie wir es hatten. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich befürchte aber, dass wir langsam zum Ende kommen. Und das nervt mich ein bisschen. Ist okay. Wir werden schon wieder ein Spiel finden. Aber das ist genau das perfekte Spiel, was wir mal wieder gebraucht haben. Wir haben es lange Zeit auch liegen lassen irgendwie, keine Ahnung, aber jetzt hast du so viele von diesen
Dark Pictures. Dark Pictures Games gespielt. Ja. Und das macht sie übrigens live auf twitch.tv. Richtig. Lidoni. Für alle, die natürlich da sind und über YouTube hierher gekommen sind. Gerne in die Kommentare schreiben, falls das doch mal so sein sollte. Finde ich super klasse. Aber das Lösungswort? Das Lösungswort ist Overhead-Projektor. Yes. Ab in die Kommentare damit. Auf. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich bei dem nächsten Teil. Haut rein und passt auf euch auf. Tschüss. Lasst natürlich immer mal wieder den Daumen nach oben da, der tut euch nicht weh. Richtig. Ja, selbst wenn ihr nicht kommentieren wollt, dann wenigstens einmal einen Klick auf den Daumen. Das geht von jeder App aus, von PC und auch von den Konsolen. Ne? Perfekt. Tschüss. Tschüss.